Verschwand. Yes, super. Oh, du bist so lieb. Du hast das Reli gefunden. Also, gehen wir zum Reli. Hopp, hopp. Wo ist es? Laufen? Ja, wo ist es? Oh mein Gott, ist es lieb. Super. So, ich brauche. Das ist ja phänomenal. Aus. Oh, super gesehen. Schau da. Super gesehen. Aha. Hallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit Boris vom Wildenburger Land, unserem Pudelpointer-Rüden, und meiner Wenigkeit Ueli Bertschi. Und zwar Folge 5, Aufbau vom Bringselverweisen. Wir haben den Aufbau gemacht mit dem Bringsel, den Bringsel auf die Decke gelegt, und wir hatten auch schon ein Filmchen, wo wir ein Stück Wild hatten, um das zu trainieren. Boris, was siehst du Spannendes im Wald unten da? Ich probiere ihn wieder zu mir zu gewinnen, genau, so. Tipptopp. Und jetzt in der Folge 5 haben wir glücklicherweise wieder ein Fallwild gekriegt, unglücklicherweise für das Reh, das ist ein Straßenopfer, leider, gell Boris? Wir gehen noch nicht in den Wald, wir hängen dem Hund auch noch nicht den Bringsel an, aber wir wagen es, jetzt schon ein bisschen mehr Distanz zu machen. Wir können immer noch Einfluss nehmen und legen den Bringsel auf das Stück Wild hier. Ja. Wow, super. Und jetzt versuchen wir, dass der Hund auch den Bringsel so schnell wie möglich nimmt, ohne da zu viel am Reh herumzumachen, und mit dem Bringsel wieder zu mir kommt. Boris. Verwandt. Yeah, super. Yeah. Und ich fordere ihn da auch auf, wenn es ein bisschen zu langsam geht. Wow. Du bist so sensationell, du hast ein Reli gefunden. Tipptopp. Boris, zum Bock. Ja, das ist gut. So, ich brauche tipptopp. Oh, du hast es gefunden. Das ist sensationell. Sitz. So. Wow, das ist ja genial. Boris, aus. Oh, super schön, tipptopp. Genau, jetzt darfst du mal schnuppern, was das für ein Reh ist. Super. Also komm. Komm doch, komm. So, ich bin auf. Super. So, meine Lieben. Also, das ist der nächste Schritt. Nicht mehr auf der Straße, sondern das Reh wird jetzt schon auf dem Feldweg ein bisschen gezogen. Der Hund muss warten, aber darf sichtig zugucken, also dass er noch so den optischen Reiz hat, nicht nur die Witterung. Ich gucke das auch immer, oder schaue das auch immer als ganz wichtig an. Hier der Anschuss. Boris schaut sich das jetzt an aus der Distanz. So, und muss warten. Ist noch dazu eine kleine, schöne Gehorsamsübung. Ich gehe dann Schritt für Schritt immer ein bisschen weiter und verschiebe mich dann mit der Zeit auch in den Wald und logischerweise plötzlich auch für den Hund nicht mehr sichtig. So bleibt es aber für den Hund logisch und klar. So, und ich setze den Bringsel auch immer wieder irgendwo anders hin. Also jetzt hier ein bisschen weiter vorne. So, das Stück Wild liegt. Ich kann da ruhig, weil der Hund hat ja gesehen, wo ich hingelaufen bin, kann ruhig jetzt hier wieder auf der Fährte zurücklaufen. Das würde ich dann von dem Augenblick an, wo ich eine Fährte lege und das Stück von hinten hin
Läge nicht mehr machen, logischerweise. Aber jetzt schon. So, jetzt wollen wir gucken, ob der Boris kommt, wenn ich ihn rufe. Boris! Oh, super! Tita! Komm, Fuss! Wow! So, ich bin komm, Fuss! So, und jetzt setze ich ihn hier am Anschuss an. Ja, das ist ein guter Boris Verbund. Und schicke ihn. So weit hat er jetzt noch gar nicht gearbeitet. Wow, super! Nein, du hast ein Rallye gefunden. Sensationell, du bist ja ganz, ganz gut. Wow, also können wir schauen, wo ist es? Oh, das ist gut. Ja, und jetzt soll er mich... Ja, ich nehme es nochmal. Nimm den Fringsel. Wo ist er? Das sieht man auch. Super. Dass die denn optisch gar nicht pink oder orange sehen, die gar nicht. Der hat ihn nämlich am Boden gar nicht mehr gefunden. Also für den Hund. Jawohl. Ungünstige Farbe. So. Tipptopp. Wow. So, ich brav. So, jetzt das fallen lassen. Keine Aufregung. Ich war vielleicht ein bisschen zu hektisch. Das Blättchen. Hier. Einfach wieder reintun, wenn das passiert. Oder ihn auffordern, dass er den Bringsel wieder aufnimmt. Das kann ihm auch beim Hin- und Herlaufen passieren. Wie gesagt, hatte ich eine Frage von euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wieso, dass ich den Hund bis hierhin im Bringsel führe? Ich lasse ihn nicht pendeln, sondern langsam vor mir weglaufen, herlaufen. Und ich bin der Meinung, dass erst beim Stück die Arbeit dann fertig ist. Wow, du bist so lieb. Wow. Und jetzt kommt natürlich auch schon die Phase, wo ich, super gesehen, tipptopp, wo ich das Stück Wild, also die Beute, die gemeinsam gemachte Beute, auch nach Hause nehme. Und auch nicht will, dass der jetzt herumknabbert oder herumschlägt. Komm, Boris. Ah, das ist gut. Super. So, ja, genau, wir haben es ehrlich gefunden. So, ich brauche tipptopp. Wow. So, ich bin hier. So, meine Lieben. Ja. Boris. Das war's wieder für heute. So, ich glaube auch jetzt ist es ganz wichtig, weil er ja gerne sich am Rehwild vergriffen hätte, dass er das Alternativprogramm kriegt. Also jetzt ein bisschen so Stress abbauen kann, Kampftrieb zeigen kann. Ich glaube, das tut auch gut. So geistige Säuberung ist sicher nie verkehrt. So als Alternativprogramm lieber als am Reh oder am Schalenwild. Und in dem Sinn freut uns natürlich, dass ihr unseren Kanal abonniert habt. Wenn nicht, dann unbedingt abonnieren, dann verpasst ihr kein Filmchen mehr. Wenn ihr auf die Playlist geht, zeigen wir euch wie, dann könnt ihr euch jedes Bringselverweiser-Filmchen schön Schritt für Schritt anschauen. Und wir bestücken euch natürlich auch immer wieder mit einem neuen. Also, wir wünschen euch ganz viel Spaß. Macht's gut, bleibt gesund und immer schön negativ. Jawohl, tschüssi, ciao, ciao.